Aloha, liebe Freunde der gepflegten Ballerspielunterhaltung, und ich heiße euch wieder herzlich zurück. Willkommen bei Far Cry 3. So, und zwar, was ist zuletzt passiert? In der letzten Folge haben wir, das war eine Mini-Folge, die ich zuvor rausbringen musste, haben wir noch was Banditen erledigt, Piraten, nicht Banditen, die noch zurückgestürmt sind zur Medusa. Die haben wir noch alle kalt gemacht, haben es noch geschafft, lebend und heil aus dieser Sache rauszukommen. Nach meinem kleinen für meinen Ausraster in der vorhergehenden Folge möchte ich mich auch noch entschuldigen. Aber Emotionen müssen auch mal raus. Ja, und jedenfalls, ich will in Zukunft natürlich zusehen, dass ich meine Emotionen ein bisschen begrenzter halte. Aber ja, es kommt eben raus, es gehört dazu. Gefühle müssen auch mal freigesetzt werden. Auf jeden Fall egal. Wir kommen jetzt wieder zum Wesentlichen. Und zwar, ich bin ja nach Amanaki gereist. Ich hatte auch das aufgenommen, wie ich nach Amanaki bin, und habe dort mit Dennis gesprochen. Das hatte ich auch eigentlich aufgenommen, doch leider hat mein Aufnahmeprogramm nicht so mitgespielt, wie ich will, und man hat leider nicht gesehen, wie ich was Dennis gesagt hat. Naja, egal, ich erkläre das euch ganz kurz. Und zwar ist es so, dass Vaas seine Piraten sammeln tut, um Amanaki anzugreifen und dort jeden töten will. Und wir sollen, um eine Chance gegen Vaas zu haben, in ein Holzfällerkampf fahren, wo die Piraten ihre Waffen lagern und alles, und sollen die Sachen dort sabotieren. Damit wir dann eine Chance haben in diesem, ich sag jetzt mal, Krieg. So, und dann würde ich sagen, wir donnern mal auch gleich los. Und noch so zur Information, ich habe jetzt auch ein anderes Aufnahmeprogramm, beziehungsweise eins, was wir vorher schon mal genutzt haben, und zwar Fraps. Warum ich euch das erzähle, naja, vielleicht interessiert es euch so ein bisschen. Wir haben die ganze Zeit jetzt immer mit TX Story aufgenommen. Ist eigentlich ein sehr nützliches Programm. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang fahre. Und zwar ist bei TX Story so, ich erzähle euch das jetzt mal einfach so vorweg, falls euch das mal interessiert, dass man eben markieren wäre nützlich. Na, kann ich anscheinend nicht. Ja, auch gut. Jedenfalls ist es so, dass Stake Story mehrere separate Spuren erlebt und Fraps nicht. Also Fraps vermischt die Ingame-Soundspur und meine Spur, also mein Mikrofon, gleich in eine Spur, und das ist beim Nachbearbeiten nicht besonders toll. Wenn mal was zu laut gerade ist, wenn der Ingame-Sound mal zu laut ist, oder weiß der Fuchs, das macht sich das immer blöd. Also die Spur ist ja gemischt und ist halt schlecht, wenn man jetzt mal was nachbearbeiten möchte. Und TX Story bietet eben halt diese vielen Einstellungsmöglichkeiten und ist, finde ich, das bessere Fraps, könnte man sagen. So, jetzt sind wir hier, aber ich weiß nicht genau, wo wir lang müssen. Ah, hat uns schon gewittert. Nicht sein. So, den haben wir überfahren. Ja, hier friedlich voranzukommen ist natürlich auch so eine Sache. Wir müssen auf jeden Fall uns noch mehr erobern und Funkturme freischalten. Wenn ich in der Nähe von einem Turm befinde, werde ich da natürlich auch gleich hinmarschieren. Ich höre hier Schüsse. Ich schalte jetzt aber nicht aus, oder? Nö. Nö, ich will jetzt einfach zu dem Holzfäller-Ding. Ich will auch ein bisschen vorankommen, euch ein bisschen was zeigen. Da werden wir schon noch genug töten müssen. Dann hier ist ein Funkturm, den wir noch freischalten werden. Ich nehme jetzt übrigens wieder am Stück auf, also ich war auf einer Session. Vorher habe ich die Folgen alle selbst gecuttet. Das ist so bei Dexto, mal um was von dem Programm zu erzählen, der Methode, wie wir aufnehmen. Ist es so. Ist es so, Moment. Entschuldigt, wenn ich immer kurz zwischenzeitlich mal ganz ruhig bin, damit mal vertieft und konzentriert. Jetzt zum Alarm. Oh, jetzt habe ich mich gespritzt. So, könnt ihr uns sehen?
Wir sind den Alarm. Ja. Gegner benutzen den Alarm, um Verstärkung zu rufen. Wenn du einen Alarm zerstörst, bleiben die anderen in der Umgebung aktiv. Halt X gedrückt, um einen Alarm zu deaktivieren, somit das komplette Alarmsystem auszuschalten. Okay. Das heißt, wir müssen uns natürlich jetzt hier ziemlich voranschleichen wieder. Bedeutet wieder viel Konzentration und dass ich alles richtig mache. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Weil das Ding sieht relativ gut bewacht aus. Heißt, hier muss wieder viel mit Vorsicht vorgegangen werden. Ich denke mal, den ersten könnte ich da runterlocken. Hört er nicht. Bleib mal hier in meiner... Okay. Ja, ich hau ja schon ab. Hier sieht mich irgendwer. Besser, ich nehme erstmal die Kamera natürlich. Erstmal alles aufnehmen, was da ist. Ja, den sollten wir vielleicht als erstes weglocken. Hier sind sicherlich noch mehr Tritte, die ich jetzt gerade nicht sehe. Ist natürlich so eine Sache. Ja, wir sind Spielverderber, weil wir den Alarm auslösen wollen. Ich hätte so eine Idee. Raubtier? Ich will den ein bisschen weglocken, der könnte nämlich von dort aus die Leiche sehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo locke ich den mal hin? Am besten da so. Hat er das jetzt gehört? Das gar nicht zu ein paar zu nehmen. Vielleicht ein bisschen näher. Ja, das hat er gebrochen. So, und jetzt ganz schnell ran. Wäre noch günstig, wenn wir die Leiche wegräumen könnten. Ich habe auch einen Plan, wie wir den hier rauslocken. Seine 3 Dollar hätte ich auch später einsammeln können. Wäre vielleicht sogar schlauer, die erst später auszuplündern, weiß ich jetzt nicht genau. Plan habe ich, und zwar muss ich erstmal hier im Gebüsch bleiben. So, jetzt werfe ich mal einen Stein dorthin. Dann sieht er vielleicht die Leiche, geht dahin. Weiß jetzt aber nicht, ob es so schlau ist. Nee, anscheinend nicht. Das muss er doch hören. Ja, das nimmt er wahr. Ja, da reagiert aber nicht sonderlich darauf. So richtiger fauler Wachposten ist das. Was ist denn das? Nein, mein Schwanz brennt mich.
schön, dass du genitale Probleme hast. Die interessieren aber auch nur dich. Also ich verstaune. Ja, das wissen wir, dass wir den Alarm deaktivieren sollen. Ich muss den Typen erstmal weglocken. Oh. Der will sich aber auch gar nicht bewegen. Also so richtig... Ja, da guckt man halt nach zum See. Also Bewegung ist nicht seine Stärke. Ja. Also das ist so ein richtiger Phlegmatiker, wenn ihr mich fragt. Gar nicht so wichtig, den Alarm Feuer Feuer zu. Im Funk hieß es, Wasch nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC? Pirate Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Chase, die Stärke, die du vom Farb empfängst. Ja, wir waren hier gerade Schluss und müssen rechtzeitig mit Dennis telefonieren, ist auch nicht so toll. Ja, ich guck vor. Sehr schön, jetzt blenden wir einfach mal unsere Opfer mal. Puh. Das heißt unsere Opfer, unsere... Obwohl, es sind ja auch unsere Opfer, unsere einzigen Peiniger und jetzt Opfer, könnte man sagen. Wobei man ja auch nicht so wirklich von Jason Bode ist ja in dem Sinne kein wirklicher... tja, wie soll ich sagen, ist ja auch nicht so in dem Sinne sowas wie ein... Massenkiller oder sowas. Gut, er tötet zwar Leute und das aus Rache raus, aber ich würde das nicht so als so richtig als Killer einstufen. Ja, er rein technisch gesehen irgendwo ja, aber auf der anderen Seite auch nee. Warum? Weil es ist ja irgendwo eine Art
sich zu wehren. Und vor allen Dingen, er will ja auch, er macht das ja nicht aus irgendeiner Mordlust oder weil er sich an den bereichern will. Na gut, ich bereichere.